Frauen sind eigentlich die Kulturentscheider in der Gesellschaft. Deshalb bin ich. Und dann könnte man es vielleicht nennen Kapitalismus mit menschlichem Antlitz. Ich finde, der Markenbildungsprozess, der jetzt angestoßen wird, ist eine Riesenchance, ein gemeinsames Ziel zu formulieren, alle darauf einzuschwören. Und deswegen sage ich Düsseldorf, deine Stadt der Chancen. Es muss vielleicht gar nicht mehr das Beste sein, es muss gar nicht immer mehr great sein. In der Werbung heißt das jetzt the new normal. Ist das nicht schön, dass man wieder normal ist? Ich glaube, wenn wir eins in der Stadt haben, was Menschen prägt, ist es sie zu verbinden, lokal, aber auch international. Danke. Dann ist eigentlich der Claim schon klar. Düsseldorf an der Köln. Gab es so eine Plakataktion von der Stadt und da stand dran drauf, die ganze Shoppingwelt in einem Dorf. Ich wünsche mir, dass Düsseldorf vielleicht auch mal wieder das höchste Haus in Nordrhein-Westfalen hat. Was aber hier fehlt, ist die Wirtschaftspower. Düsseldorf fällt Ihnen auf, dass die Menschen, der Düsseldorfer an sich, egal wo wir hinkommen, ob wir ins Brauhaus kommen, ob wir auf der Straße treffen, extrem tolerant ist. Das ist einfach nur eine Beschreibung dessen, was wir haben. Das ist langweilig. Das ist nicht die Marke Düsseldorf. Wenn wir die Marke Düsseldorf suchen, müssen wir die richtigen Fragen stellen. Diese richtigen Fragen, das sind Fragen wie zum Beispiel, welche Geschichte soll diese Stadt erzählen? Und dann fragen Sie sich, nachdem Sie diesen Film gesehen haben, wie sieht die Stadt in 10 Jahren aus? Und wer wird diese Stadt prägen? Was ist das Entscheidende? Und stellen, dass man sagt, warum sollte man uns eigentlich zuhören in der Welt? Was haben wir denn zu erzählen? Und machen. Lassen Sie uns doch so einen Prozess mal starten, digitalisiert, Crowdsourcing, also Menschen befragen und eine digitalisierte Befragung dieser Stadt mal initiieren, um zu schauen, was könnte dabei rauskommen. Da gibt es kein Ziel. Die Vision, das ist die Größe und die Weite des Meeres. Das brauchen wir. Wir brauchen eine Vision von dieser Stadt und nicht nur eine Beschreibung, was der Ist-Zustand ist. Also, liebe Clubmitglieder, das war mal wieder ein weiteres Highlight bei uns in unserem Clubprogramm. Denn heute Abend haben wir es fertiggebracht zu dem Thema Kö, Kunst, Kultur und Kreativität. Wir hatten 9 Protagonisten aus der Stadt hier versammeln konnten, aus allen Clustern, die wichtig sind für die Markenmeilensteine der Düsseldorfer Stadtmarke. Und ich bin in der Mitte von 2 Clubmitgliedern, ein längerjähriges Clubmitglied, das ist der Ernst Primosch, CEO und Chairman der Kommunikations- und Markenberatung Hill & Knowlton Strategies, der heute Abend die Moderation für uns übernommen hat. Weil er damals vor 2 Jahren den Markenprozess nicht so ideal fand, haben wir ihn gebeten, heute doch mal Hand anzulegen. Und neben mir steht das neue Clubmitglied, nämlich Frank Schrader, der uns fürchterlich stolz macht, dass er in seinen ersten Tagen Clubmitglied geworden ist. Ernst, wie war denn dein Eindruck in der Zusammenfassung? In der Zusammenfassung war, wir hatten 320 Personen hier und es gab 320 unterschiedliche Meinungen zur Marke Düsseldorf. Jeder hat einen Anspruch an die Marke. Die Teilnehmer am Podium haben einen größeren Anspruch an die Marke, weil sie auch Produkte anbieten. Es war sehr interessant und hat vielleicht auch gezeigt, warum es so schwierig ist, eine Stadtmarke zu kreieren. Wir kamen aber zur übereinstimmenden Auffassung, dass es zuerst eine Vision geben muss für die Stadt, dann müssen Ziele definiert werden, wo die Stadt wachsen soll und danach sollte eine qualitative Erhebung stattfinden, was die Stadt bei anderen Menschen in anderen Ländern und in anderen Regionen auch attraktiv macht. Und am Ende des Tages kann erst danach der Markenprozess stattfinden. Und ich kenne ja den Frank Schrader schon seit einiger Zeit. Große Hoffnung und großes Vertrauen in ihn, dass er diesmal den Markenprozess richtig aufsetzen wird. Er hat heute einen unglaublichen Input bekommen von den Menschen hier. Und er wird sich selbst sicherlich noch jetzt wochenlang damit beschäftigen, welchen Input er noch braucht, um hier einen Prozess aufzusetzen, der Düsseldorf tatsächlich dieses Wachstum qualitativ und quantitativ ermöglicht, dass diese Stadt sehen möchte. Ich stand unter dem Eindruck, dass der Frank Schrader
eigentlich ganz zufrieden war mit all den Bemerkungen, die von den neuen Protagonisten hier gemacht worden ist. Und Sie haben auch zum Schluss auch in der Zusammenfassung deutlich gemacht, dass da vieles war, womit man arbeiten kann. Ja, also erstens muss ich Herrn Primusch recht geben. Es ist wie, Markeführung ist wie manchmal im Fußballstadion, 80.000 Mann im Stadion, 80.000 Trainer sprechen mit, wie die Fußballaufstellung oder die Aufstellung fürs nächste Spiel sein sollte. Aber trotzdem war das ein interessanter Abend für mich hier. Ich habe viel Input bekommen. Aber letztendlich ist es genauso, wie wir gesagt haben, wir müssen eine saubere Analyse fahren. Da gibt es ordentlich Material zu, weil in den letzten 2 Jahren sich mit dem Thema Marke beschäftigt worden ist. Dann brauchen wir eine glasklare Strategie, an der wir uns entlanghangeln können. Und dann, was auch in den letzten Jahren in Düsseldorf ein bisschen vernachlässigt worden ist, dass es dann eine wirklich konsequente Umsetzung gegeben hat. Also dann kann man nur sagen, wenn das die Markenpositionierung ist und das das Corporate Design ist, dann hält man sich entweder konsequent dran oder gar nicht. Insofern hat uns Hamburg da einiges gezeigt, was sie in den letzten 10 Jahren ganz gut gemacht haben. Und das ist auch so ein bisschen die Blaupause von Prozess her und von der Umsetzung, dass es für Düsseldorf auch machbar ist, weil das Gute an der Sache ist, das Produkt stimmt, wir haben ein tolles Angebot, aber wie man so schön sagt, tue Gutes, das machen wir richtig und rede darüber, das machen wir noch nicht so richtig gut. Wir hoffen, dass dem Frank Schrader viel Glück zur Seite steht, dass er die richtigen Entscheidungen trifft und möglichst viele von den 320 mitnehmen kann, wenn wir demnächst mal wieder zusammen sind. Der Marketingclub steht Ihnen offen zu jedem Rat und Tat. Und Ernst Primusch, anyway. Sowieso. Danke vielmals.